Der Blick auf die Elbe hat den Veranstaltern des Heimat- und Schifferfestes die ein oder andere Sorgenfalte beschert. Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen hatte den Pegelstand sinken lassen und damit auch zahlreiche Programmpunkte der Festlichkeiten gefährdet. Doch der Dauerregen letzte Woche hat bei den Planern für Erleichterung gesorgt, entsprechend groß der Stein, der vom Herzen fiel. Also wir sind ja ganz fest davon ausgegangen, weil wir haben ja einen direkten Draht, aber ich denke mal, das kann man gar nicht in Worten ausdrücken, weil schon alleine um den historischen Raddampfer Kaiser Wilhelm herum ist so viel organisatorischer Aufwand passiert, es wäre unsäglich traurig gewesen. Also ein riesen Felsbrocken. Der historische Raddampfer bietet an zwei Tagen kleine Rundfahrten an. Auch ein Schiffpostamt ist mit an Bord, von dem aus mit dem Sonderstempel Roßlau 800 Post verschickt werden kann. Ein weiterer Höhepunkt sind die Geschwister Weisheit, die mit ihrer Hochseilakrobatik die Elbe überqueren werden. Auf dem Fluss sorgt derweil der Wassersporttag für Abwechslung. Also wir haben natürlich die ganzen Rennen auf dem Wasser mit den verschiedensten Booten. Wir haben erstmals ein Schlauchbootrennen, das so ein bisschen auch für die Familien eher geeignet sein wird. Also kein Profirennen, mehr zum Gaudi auch mit interessanten Preisen. Wir haben dann unser ja nahezu schon historischen Bootskorso, der stattfindet. Wir erwarten Neptun im Lichterglanz der Elbe und natürlich am Freitag den Kaiser Wilhelm. Und das sind so grob gesprochen die Programmpunkte, die ganz, ganz wichtig sind, die auch das Schifferfest ausmachen. Das komplette Programm zum 24. Heimat- und Schifferfest finden Sie, wie gewohnt, im Roßlauer Schifferlatein oder im Internet unter www.schifferfest-roßlau.de. Zum diesjährigen Fest wird es auch eine Sonderausstellung zum Thema 800 Jahre Roßlau geben, mit historischen Filmaufnahmen, Diorama, Roßlauer Porzellan und vielem mehr. Auch der historische Festumzug darf zum Heimat- und Schifferfest natürlich nicht fehlen. Über 60 Bilder wird es zu sehen geben. Der Besuch der Feierlichkeiten lohnt sich aus mehreren Gründen. Ja, weil das einfach der größte Höhepunkt an diesem Wochenende ist und weil hier Sachen stattfinden, die sehen Sie so schnell in den nächsten 50 Jahren nicht wieder. Das Festgelände erstreckt sich über den kompletten Luchplatz und den Schiffsanleger. Mit dem Treuebutton können Sie auch in diesem Jahr Ihre Verbundenheit zum Schifferfest nach außen tragen und damit nicht nur Ihren Anteil zur Veranstaltung leisten, sondern vielleicht auch etwas gewinnen.